Mein Name ist Sebastian Wohl, ich bin von der Firma Rabenfahrensport in Schweich-Issel und ich möchte euch heute einmal zeigen, was es für verschiedene Fahrräder gibt. Für denjenigen, der gerne ins Gelände fahren möchte, haben wir hier das Mountainbike. Das Mountainbike hat Stollenreifen, hier in dem Fall haben wir ein vollgefedertes Fahrrad, es gibt auch hinten ungefederte Bikes, fangen preislich etwas günstiger an, Hardtails gehen bei 500 Euro los, nach oben offen. Hier haben wir das Fully, das hat hier den Dämpfer. Das ist etwas komfortabler und etwas schneller im Gelände zu fahren, wenn man möchte. Und hier geht es so bei 1700 Euro los. Dort oben natürlich offen, da gibt es ganz viele verschiedene Bikes. Hier haben wir ein paar Besonderheiten, wir haben Scheibenbremsen und sogar eine absenkbare Sattelstütze, die man je nach Fahrsituation verstellen kann. Das ist ein Rennrad. Das ist für denjenigen, der lange Strecken fahren möchte, trainieren möchte, touren möchte. Hier geht es um Geschwindigkeit und Effizienz. Hier haben wir schmale Reifen mit ganz wenig Profil. Mittlerweile im Tourenbereich durchgesetzt haben wir Scheibenbremsen, Gangschaltung, meistens ein 2x11er Antrieb, mittlerweile auch viel 1x11er Antriebe oder früher 3x10 oder 3x11, wobei das nicht ganz so wichtig ist. Hier geht es um Sitzposition. Für denjenigen, der mit seiner Familie gemütlich an der Mosel langfahren will hier bei uns, für den ist das Tracking-Bike, der Gepäckträger zeichnet das Rad aus. Da können wir schöne Taschen drauf machen, können was mitnehmen, können etwas weitere Strecken fahren. Viele fahren gerne mal die Mosel hoch. Hier haben wir mittlerweile ungefähr 33 Gang, manchmal auch 22 Gang, je nachdem. Federgabel würde ich empfehlen, geht aber auch ohne. Und Beleuchtung sollte natürlich auch dran sein. Dann kommen wir zu unserem aktuellen Top-Produkt, das E-Bike. Aktuell in aller Munde. Was ist ein E-Bike? Ein E-Bike ist ein, oder nennen wir es ein Pedelec. Das ist ein Bike, was einen Motor hat. Der Motor sitzt hier in dem Fall vom Bosch-Antrieb hier unten in der Mitte. Das würde ich auch empfehlen. Akku, hier bei dem Rad haben wir in der Mitte, gibt es auch unter dem Gepäckträger oder in manchen Versionen auch hier zwischen. Da haben wir verschiedene Motorleistungen, verschiedene Motorhersteller, Bosch, Panasonic, Yamaha, Bose. Das ist Geschmackssache. Letztendlich kommt es darauf an, dass das Fahrrad zu einem passt. Hier haben wir ein sehr aufrechtes Bike für den Alltagseinsatz. Es gibt auch Räder, die ähnlich aussehen wie das Tracking Bike. Das kann man sich aussuchen. Kapazitäten gehen je nach Preisklasse von, sag ich mal, 70 Kilometer bis hoch sogar um die 200 Kilometer, je nachdem, was man ausgeben möchte. Hier geht es bei realistisch bei 1900 bis 2000 Euro los, nach oben natürlich wie immer offen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier etwas helfen, dass ihr dieses Jahr euch für ein Fahrrad holt und wünsche euch eine wunderschöne Fahrradsaison.